Buchstaben des Gesetzes sind halt einwandfrei, gell? Das ist halt so. Es steht da ja schwarz auf weiß, dass es jeder Arzt verschreiben kann, außer Tierärzte und Zahnärzte. Ja? Frauenarzt, Hausarzt, Facharzt, jeder kann es verschreiben. Und die Krankenkassen sollten eigentlich genehmigen und nur in begründeten Ausnahmefällen ablehnen. Ja? Natürlich nicht bei jeder Husten- und kleinen Kinkelitzchen, sondern schwerwiegende Erkrankung. Was eine schwerwiegende Erkrankung ist, wurde nicht näher definiert. So haben sie jetzt eine schöne offene Lücke geschaffen, damit die Krankenkassen flächendeckend erstmal ablehnen können, was sie auch getan haben. Die meisten ehemalige Erlaubnisinhaber kämpfen entweder immer noch drum, dass sie es bekommen, oder sind mehrfach abgelehnt worden. Ganz wenige haben es auch erhalten. Aber ich verstehe halt nicht, wo da der Unterschied gemacht wird. Ja. Und ich lese euch mal ganz kurz von diesem Medikament die Nebenwirkungen alle vor. Duloxalta heißen sie. Psychopharmaka. Soll ich nehmen, weil ja alles andere nicht wirklich hilft. Hört sich mal einfach diese Nebenwirkungen an. Das ist so, es ist so, dass es einen Serotoninspiegel anhebt. Und das ist eigentlich dafür da, dass die Transmitterstoffe, die für Glücksgefühle zuständig sind, länger im Hirn bleiben und deswegen eigentlich die Stimmung heben sollen. Ja? Nur ist es halt etwas, da spielt man nicht damit rum. So. Das ist so heftig. Wo ist es denn jetzt? Nebenwirkungen. 1 von 10 behandeln. Also einer von 10, die diese Tabletten nehmen, bekommen. Kopfschmerzen, Schläfrigkeit, Übelkeit, Mundtrockenheit, Appetitverlust, Schlafstörungen, sich aufgeregt fühlen, vermindertes sexuelles Verlangen, Angst, Schwierigkeiten oder Unvermögen, einen Orgasmus zu bekommen, ungewöhnliche Träume, Schwindel, sich antriebslos fühlen, Zittern, Taubheitsgefühl, einschließlich Taubheitsgefühl oder kribbelnder Haut, verschwommenes Sehen, Tinnitus, Wahrnehmung von Geräuschen ohne ein tatsächliches vorhandenes Geräusch, Herzklopfen, erhöhter Blutdruck, Erröten, vermehrtes Gähnen, Verstopfung oder Durchfall, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Sodbrennen oder Verdauungsstörungen, Blähungen, vermehrtes Schwitzen, juckender Ausschlag, Muskelschmerzen, Muskelkrämpfe, Schmerzen beim Harnlassen, häufiger Harndrang, Erektionsstörungen, Störungen beim Samenerguss, Stürze vor allem bei älteren Menschen, Müdigkeit und Gewichtsabnahme. Gelegentlich bei 1 bis 100, also sind immer noch, ich weiß schon, es ist immer noch heftig. Halsentzündung, Heiserkeit verursacht, Suizidgedanken, Schlaflosigkeit, Zähneknirschen oder Zusammenbeißen der Zähne, sich desorientiert fühlen, Teilnahmlosigkeit, plötzliche ungewollte Muskelkrämpfe oder Muskelzuckungen, Empfindungen von innerer Unruhe oder Unvermögen still zu sitzen bzw. still zu stehen, Gefühl von Nervosität, Konzentrationsstörung, Geschmacksstörung, Schwierigkeiten bei der Kontrolle von Körperbewegungen, zum Beispiel Koordinationsstörungen oder ungewollte Muskelbewegungen, Syndrom der unruhigen Beine, schlechter Schlaf, vergrößerte Pupillen, die kleine Stelle in der Mitte des Auges, Sehstörungen, sich schwindelig fühlen oder Drehschwindel, Ohrenschmerzen, schneller und oder unregelmäßiger Herzschlag, Ohnmacht, Schwindel, Benommenheit und Ohnmacht, besonders bei den Aufstehen, besonders nach dem Aufstehen. Kalte Finger und oder Zehen, enge Gefühle im Hals, Nasenbluten, blutiges Erbrechen oder schwarze, tärige Stühle, Magen-Darm-Entzündung, Aufstoßen, Schwierigkeiten beim Schlucken, Leberentzündung, die zu Bauchschmerzen und zur Gelbfärbung der Haut oder des Weißen des Auges führen kann, nächtliches Schwitzen, Nesselsucht, kalter Schweiß, Lichtüberempfindlichkeit, erhöhte Neigung zu Blutergüssen, Muskelsteifigkeit und Muskelzuckungen, Schwierigkeiten beim oder Unfähigkeit zum Harnlassen, Schwierigkeiten harnlassen zu können, nächtliches Harnlassen, vermehrte Harnausscheidung, verminderter Harnfluss,
Also beim Pinkeln hast du Probleme, entweder kannst du oder zu viel. Dann was ja nur Frauen betrifft, Vaginalblutung, also alles ist schon wirklich krass. Brustschmerzen, Kältegefühl, Durst, Frösteln, Hitzegefühl, ungewöhnlicher Gang, Gewichtszunahme. Duloxalter kann unerwünschte Wirkungen haben, die Sie nicht bemerken, wie zum Beispiel Erhöhung der Leberwerte oder der Blutspiegel von Kalium, Kreatin, Phosphokinase, Zucker oder Cholesterin. Die anderen 1 bis 1000 lese ich jetzt nicht mehr vor, weil die würden mich erst betreffen, wenn ich eine höhere Dosierung davon nehme. Ich sage es gleich, ich habe es nach 5 Tagen abgesetzt. So, und was bitte schön sind die Nebenwirkungen von Cannabis? Ich sag's euch. Gerötete Augen, trockener Mund, fertig. Der Rest sind doch alles gewollt. Die Wirkungen sind alle gewollt. Entzündungshemmend, angsthemmend, Appetit steigern. Ja? Je nachdem, was für ein Sort oder welche Cannabinoide das da zum Tragen kommen, hat es halt unterschiedliche Wirkungen. Aber du kannst fast jede Erkrankung damit behandeln. Und sehr viel milder als bei diesem kranken Zeug da. Ich meine, ein paar Sachen kenne ich schon auch vom Cannabis. So ist es nicht. Wenn ich einmal ein bisschen zu viel von einem unreifen Gras erwisch, dann kriege ich Herzrasen. Da kriege ich die Herzklopfen, wie blöd. Ja? Und wenn ich dann nachhake, dann ist das halt noch nicht lang genug gelagert gewesen. Na, super. Wenn ich aber jetzt eins habe, das ist richtig gut medizinisch halt, ja, wie es halt die Deutschen gerne haben, dass immer alles super sauber ist und nach Standards hergestellt. Und wenn du das halt kriegst und wenn es jetzt nicht die B-Ware ist, sondern die wirklich die guten Blüten reingepackt haben und du machst das auf, dann kommt da schon ein guter Geruch hingegen. Schaust unter der Lupe, sind die schöne reife Dinger, das ist nicht zu trocken, nicht zu manchmal schon. Aber es ist halt einwandfrei, weißt du. Und da ist die Nebenwirkung Heiterkeit, Druck am Mund, ja, Appetit steigernd, könnte eh brauchen, so dünn wie bin, Schmerzreduzierung. Ja. Aber wenn ich meine unruhigen Beine, die ich halt leider auch habe, wenn ich die behandeln möchte, dann brauche ich CBD. Das hilft oder einwandfrei. Dann komme ich runter, das ist wie wenn sich ein Schleier über die Nervenbahnen, die übererregten Nervenbahnen legt. Plötzlich sind die übererregten Nervenbahnen nicht mehr übererregt. Und du spürst es sogar. Ja, du denkst, hey, eigentlich habe ich gerade noch diese Zuckungen gehabt. Gerade noch kamen diese elektrischen Schläge. Ja, und jetzt nichts mehr. Ruhe im Karton. Schön ruhig. Ah. Und nichts von wegen irgendwie gerauscht sein, rauschig sein. Das heißt halt bloß, wenn du dann einen THC-Anteil hast, der höher ist als der CBD-Anteil. Und da sind noch jede Menge andere Cannabinoide mit dabei, die auch noch alle mit reinspielen. Heißt, und wenn ich mal dann eine Tablette nehmen muss, der dann Unfähigkeit zum Orgasmus dabei stehen hat, oder ja, du kriegst keinen mehr hoch. Ey, Alter, wer will denn sowas lesen, bitteschön? Wenn ihr einen geraucht habt, dann habe ich das Problem nicht. Ja. Auch diese ganzen psychischen Effekte, die man sich da vorstellen kann, so dicht ist man immer, wenn man das die ganze Zeit macht. Das hört ganz schnell auf. Man gewöhnt sich dran und dann ja, ist es einfach nur ein Medikament. Wie jedes andere auch. Bloß mit weniger Nebenwirkungen. Und ich bin mir sicher, dass es nur ums Geld geht. Das passt ihnen nicht, dass draußen da auf dem Feld was wachsen könnte, dass ja jeder zu Hause im Garten anbauen kann oder auf dem Balkon und sich selber behandeln. Das passt ihnen nicht. Es verdient nur kein Hausarzt dran, keine Firma, die Nadeln und einen Faden herstellt. Niemand aus dem Labor, der das Ganze nochmal untersucht. Ja. Fibromyalgie ist unheilbar, weiß jeder. Aber es ist gut behandelbar. Was heißt denn das? Oh, da können wir Geld rausholen aus der Kasse, heißt das. Ich komme heute ja wieder vom Arzt zurück und jetzt soll ich in die Klinik. Schon wieder mal. Da wollen sie da ein paar Sachen ausprobieren. Kostet alles einen Haufen Geld. Ich weiß jetzt schon, dass wir rauskommen und es hat alles nicht geholfen.
das sollten wieder anderes machen, als sie das, was ich... Naja gut, es ging um eine posttraumatische Belastungsstörung, die behandelt werden soll. Da bin ich gespannt, was da passiert, ob ich da kriege. Bock habe ich da keinen großen drauf auf Psychopharmaka, sage ich jetzt schon. Wer hat denn da Bock drauf? Ich habe es euch ja gerade vorgelesen. Ne? Na gut, Leute, das war's für heute. Peace out.